Mein heutiges Video ist ein Appell an Personaler, an Menschen, die Stellenausschreibungen schreiben. Denn ich habe mich gerade mal wieder so richtig aufgeregt, als ich verschiedene Stellenanzeigen durchgeschaut habe. Wenn es bei dir in deinem Leben irgendwie um Stellenanzeigen geht, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Ich bin Stefanie Voss. Hier geht es um Kommunikation, um Führung, um Karriere. Und heute geht es mal um gute Stellenanzeigen. Ich habe nicht für mich nach einer Stelle gesucht und deswegen Anzeigen geguckt. Nein, ich bin sehr glücklich in meiner Selbstständigkeit. Ich habe das getan im Rahmen einer Coaching-Begleitung, weil ich was recherchieren wollte. Und mir ist was Eklatantes aufgefallen, was ich so in der Vergangenheit gar nicht so im Kopf hatte. Wenn man sich Stellenanzeigen anguckt, wie gesagt, ich habe das länger nicht mehr gemacht, dann ist mir nochmal so richtig aufgefallen, das fängt immer an mit so einer riesenlangen Liste. Diese Liste, da dreht es sich um Wissen, um das, was jemand schon alles wissen soll, was er können soll, welche Systeme er oder sie bedienen soll, was er oder sie studiert haben soll, welche Begriffe, welche Fachlichkeiten jemand mitbringen muss, um gut zu sein in der Stelle, die da ausgeschrieben wird. Meistens wirklich eine lange, lange Liste. Unten drunter, unter dieser langen Liste, kommt dann meistens noch sowas, so zwei, drei Sätze, ja, Teamfähigkeit, kommunikativ, irgendwie, ne, einfach ein netter Mensch soll es eben auch sein. Wenn ich mir die Liste angucke und dann darunter das bisschen für die Persönlichkeit und mal überlege, wenn jemand das wirklich alles mitbringen würde, dann sind das meistens Anforderungen, naja, da müsste jemand schon fast 50 oder vielleicht sogar 60 sein, um das alles schon gemacht zu haben, um irgendwie diese ganzen Wissensbausteine irgendwie schon angesammelt zu haben. Aber da wird meistens gar nicht unbedingt jemand in dem Altersbereich gesucht, sondern da werden jüngere Leute gesucht, aber die sollen ganz viel schon mitbringen. Als Coach weiß ich ziemlich genau, dass es gar nicht so schwer ist, Menschen Wissen zu vermitteln. Es ist allerdings ziemlich schwierig, Menschen in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, sie in ihrer Persönlichkeit weiterzubringen. Zum Beispiel jemanden, der nicht so gut kommuniziert, kommunikativer zu machen. Oder jemanden, der Kritik nicht so gut äußern kann, ja, etwas kritischer und extrovertierter in seinen Äußerungen zur Kritik zu machen. Also diese Veränderungen an der Persönlichkeit, die sind viel schwieriger, als in jemanden Wissen reinzupumpen. Wenn ich mir das klar gemacht habe, dann hört sich so eine Stellenanzeige manchmal total unlogisch an. Warum wird da so viel Wissen verlangt, wenn ich doch eigentlich Wissen gut, ne, ich sag mal, hinterher liefern kann, wenn jemand erstmal auf einer Stelle ist? Und warum wird da so wenig über die Persönlichkeit geschrieben, wenn das doch der Teil ist, der ziemlich schwierig zu verändern ist an Menschen? Ich höre immer wieder in ganz unterschiedlichen Organisationen, oh ja, bei uns, Soft Skills sind total wichtig. Hier kommt es wirklich drauf an, was man für ein Mensch ist, wenn man hier arbeiten will. Aber auch bei solchen Unternehmen, die das sagen, sehen diese Stellenausschreibungen nämlich so aus, ne? So eine lange Liste Wissen und Fähigkeiten und so ein kleiner Absatz Persönlichkeit. Und ich wünsche mir das andersrum. Ich glaube, dass wir viel an Wissen in Menschen erstmal reingeben können, wenn sie schon in einem Job sind. Und warum spiegelt eine Stellenanzeige das nicht wider? Warum steht da nicht drin, sie müssen Basiswissen mitbringen, das, 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 aber von ihrer Persönlichkeit her oder von deiner Persönlichkeit her, heute wird ja viel geduzt in Stellenanzeigen, da wünschen wir uns Folgendes. An der Stelle, da würde ich mir die lange Liste wünschen. Da würde ich mir wünschen, dass da steht, wir wünschen uns eine Kollegin oder einen Kollegen, ja, einen Menschen zum Pferdestehlen. Wir wünschen uns jemanden, dem wir Geheimnisse anvertrauen können und der die auch für sich behält. Wir wünschen uns einen Menschen, der, wenn er sieht, dass die Spülmaschine gerade gelaufen ist und sauber ist, der die einfach ausräumt, ohne zu fragen, welche Position in der Hierarchie er oder sie hat. Wir wünschen uns einen Menschen, der jeden anderen respektvoll begrüßt, der jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet. Wir wünschen uns Menschen, die auch mal einen anderen zum Kaffee einladen. Wir wünschen uns jemanden, der zu seinem Geburtstag einen selbstgebackenen Kuchen mitbringt. Wir wünschen uns jemanden, der Danke sagt, auch bei Kleinigkeiten. Und wir wünschen uns Menschen, die häufig lächeln und die Freundlichkeit und Fröhlichkeit in die Welt bringen. Solche Sätze
lese ich nicht in Stellenanzeigen. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gefunden. Vielleicht gibt es sie da draußen irgendwo, dann lasst mich das wissen. Aber ich finde es einfach schade, dass in den Stellenanzeigen, die ich jetzt bei einer einzelnen Recherche eben mal überflogen habe, dass die Gewichtung so viel Wissen und so viel Persönlichkeit so eklatant war. In ganz unterschiedlichen Anzeigen, in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Organisationen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der das Verhältnis sich drehen sollte. So viel Wissen, Basiswissen reicht, den Rest kann man lernen. So viel Persönlichkeit, damit ein Mensch wirklich zu uns, zu unserer Unternehmenskultur passt. Wenn du Personaler bist, wenn du Einfluss hast auf andere Personaler, wenn du irgendwann mal an Stellenanzeigen mitschreibst, dann überleg doch mal, ob das nicht eine Idee für dich und für euch und für eure Stellenausschreibungen sein könnte.